Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Diamond Painting Unboxing. Ich habe wieder einmal bei Amazon bestellt, bei der Firma Quinsau. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Kam einfach so gepackt. Ich habe einfach meine Adresse hier zugeklebt. Es fühlt sich so an, als wäre da kein Box darunter, sondern nur Plastik. Ich werde mal die äußere Verpackung mal entfernen und dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Intro. Die äußere Verpackung war sehr gut zugeklebt. Hier ist alles relativ flach und hier ist alles so richtig aufgebeult und es fühlt sich schon irgendwie komisch an. Jetzt machen wir das hier mal auf. Ich hoffe nur, die haben das nicht irgendwie gefalten und wie ich das schon sehe. Eieiei. Seht ihr das? Die haben das hier geknickt. Das machen wir hier erstmal weiter auf. Also die haben das sehr gut verklebt. Okay, die haben das hier geknickt, was ich persönlich nicht so gut finde. Und hier auch noch. Wieso machen die sowas? Aber es könnte noch vielleicht gehen, weil das genau an der Seite ist, wo nur Leinwand ist. Die hätten einfach größere Verpackung nehmen können und da hätte es genauso gereicht. Sowas verstehe ich einfach nicht. Aber ich denke, das wird nicht so schlimm sein, da wir ja gegossenen Kleber haben und es wirklich nur an der Seite ist. Das müsste trotz alledem funktionieren. Wie schon vorher erwähnt, verstehe ich nicht, wieso die sowas machen. Ich finde es ein absolutes No-Go. Man faltet oder knickt keine Bilder. Bin sehr, sehr froh, dass es gegossene Kleber ist. Und mit sehr viel Glück, da es nur an der Kante ist, wo es zum Übergang vom Rand vom Bild ist, also wo die Klebefläche endet, zur Restleinwand, dürfte es nicht zu tragisch sein. Aber trotzdem, das macht man nicht. Jetzt mache ich mal die Plastikfolie noch ab und dann geht's weiter. Ich bin endlich ans Bild gekommen. Ich muss sagen, die haben das sehr gut verpackt mit ihr Plastik, aber die Art und Weise, wie die das hier hinten gemacht haben, bin ich nicht glücklich, aber bin froh, dass es nur am Ende ist und nicht mitten im Bild, also wird das schon irgendwie gehen. Was soll ich sagen, das habe ich über Amazon bei einer Firma Quinsau, ich werde es auf jeden Fall unten einblenden, bestellt. Es sind auch keine weiteren Kosten hinzugefallen, also es kam über DHL. Es wurde von China nach Deutschland und von der deutschen Adresse wurde es dann zu mir geschickt. Also das ist schon mal super. Wir haben hier schon mal eine Legende mit 22 Farben. Wir haben hier Buchstaben und Zahlen und hier ist das Motiv. Hoffentlich kann man das erkennen im Thumbnail. Das ist so ein Sphinx mit Pyramide. Das Bild ist 60x80 groß. Jetzt machen wir hier das mal auf. Jetzt kriege ich das nicht mal alles auf ein Bild. Ich glaube, ich hatte sehr viel Glück, weil das wirklich nur hier geknickt war und oben, also nicht wo die Klebefläche war. Das schaut bloß jetzt so wellig aus wegen dem Transport und das ist eigentlich nur die Folie, genau, das ist bloß die Folie. Also wenn das sich ein bisschen ausgelegt hat, ist es halb so wild. Jetzt testen wir mal schnell die Klebefläche, ist einfach zu groß hier. Die Klebefläche ist gut. Wir haben hier auf jeden Fall die Legende rechts unten und links oben, was schon mal sehr gut ist. Also hier ist die Legende mit 22 Farben, Zahlen und Buchstaben und das Motiv, Sphinx mit Pyramide. Hab
mir persönlich sehr gut gefallen. Es gab das Bild in verschiedenen Größen. Und ich habe mir halt 60x80 ausgesucht. Das ist natürlich die komplette Leinwandgröße. Wir messen hier mal den Rand. Wir haben hier 2,5 an der einen Seite und hier auch 2,5, also ist 5 cm kleiner. Also wird es dann 55x75 groß sein. Wie gesagt, es schaut bloß so wellig aus wegen die Klarsichtfolie, aber das Bild ist in Ordnung. Die ganzen Daten und so tue ich alles in die Beschreibungsbox hinzufügen, dass ihr das nachlesen könnt. Jetzt werden wir uns mal den Druck anschauen. Man könnte meinen, dass wir hier sehr viel Schwarz haben, aber wir haben kein Schwarz. Wir haben keine einzige 310 und wir haben auch keine 939, also dieses ganz dunkelblau. Sehr, sehr gut. Wir haben eckige Steinchen und der Druck, würde ich sagen, ist sehr gut. Schauen wir mal eine hellere Stelle an. Das ist so unhandlich, das Bild. Was meint ihr? Das schaut echt top aus. Das kann man sogar ohne Lightpad painten. Alles schön klar. Hoffentlich kann man das erkennen. Hier sind die Pyramiden. Und kurz mal das Bild zur Seite schieben. Und hier ist der Sphinxkopf. Hat mir richtig gut gefallen, das Motiv, weil ich mag ja das Ägyptische. Jetzt schauen wir uns, was noch dabei war. Wir haben ein Toolkit, Wachs, Bildchen und ein Stift. Keine Mehrfachsitzer. Wir haben hier keine Papierlegende oder sonstiges dabei, finde ich schade. Wir haben hier Zipptüten. Jetzt mache ich das hier schon mal auf. Wir haben Zipptüten, das finde ich sehr gut. Und die Steine schauen mega gut aus. Wir haben doch nicht Harz hier. Nein, da ist eine Dulle drin, also haben wir definitiv Acrylsteine. Aber schaut schon mal sehr, sehr gut aus. Nächste Farbe, wo kein Druck drauf ist. Schauen echt schön aus. Ich sehe jetzt keine Näschen, die schauen gleichmäßig aus. Im Endeffekt sieht man es wirklich erst beim Kleben, wie die Qualität wirklich ist, aber die schauen sehr, sehr schön aus, würde ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ich werde mal die Steine schnell kontrollieren, ob alles da ist. Ich werde euch nicht mitnehmen, weil das relativ langweilig ist. Dann sehen wir uns in ein paar Sekunden wieder. Alle Farben sind vorhanden. Jetzt kann ich leider nicht kontrollieren, stimmt die Menge nicht, weil da kein Blatt dabei ist, keine Mengenangabe, wie viele Steine man braucht. In der Regel schicken die Händler eh immer mehr Steine, wie man braucht. Von dieser Farbe hier, die 11, das ist die 3371, da habe ich sogar 4 Beuteln. Aber ich bin echt erstaunt, wie gut die Steine ausschauen. Also die schauen richtig, richtig gut aus. Also da kann man echt nicht meckern. Die Händler aus China sind deutlich besser geworden zu früher. Das sind definitiv Acrylsteine. Hier sieht man das bei der Farbe auf jeden Fall. Die kleinen Dullen auf der Rückseite von den Steinen. Schaut richtig gut aus. Wie gesagt, das Bild ist 60x80, gab in verschiedene Größen zu bestellen, gab es noch größer zu bestellen. Jetzt bin ich eigentlich froh, dass sie es nicht größer bestellt haben, weil man sieht ja, wie die dieses Bild verpackt haben. Aber ich muss sagen, ich hatte Glück im Unglück, dass die wirklich nur hier gefalten haben und nicht irgendwo im Bild, weil sonst hätte ich es definitiv reklamiert, egal ob jetzt Flüssigkleber oder nicht.
Ein Bild tut man einfach nicht knicken, egal wie. Aber ich bin echt begeistert von der Qualität von den Steinen. Ich werde jetzt keine Paintprobe machen, weil ich möchte nicht das Bild anfangen, da ich aktuell noch ein anderes Bild painte. Und ich werde dieses Bild erstmal irgendwo aufhängen und schauen, dass es halt ein bisschen, ja, glatter wird, dass wenn ich dann da loslege, dass ich da keine Probleme habe. Es ist immer schwierig, euch die Bilder zu zeigen, speziell wenn die so groß sind. Muss immer schauen, wie die Lichtverhältnisse sind. Aber hier, also der Druck ist echt mega. Kann mich echt nicht beklagen, man kann alles super erkennen, nichts verschwommen. Ich denke mal, man kann das jetzt soweit erkennen. Wie gesagt, dieser Sphinxkopf und die Pyramiden. Da freue ich mich richtig drauf, dieses Bild zu painten. Das spiegelt jetzt alles so und schaut total verknittert aus, aber das ist wirklich nur die Folie, was drüber ist. Ich habe jetzt die Folie ein bisschen abgezogen, damit man das Motiv ein bisschen besser sieht. Und ich hoffe, das sieht man besser durch die Kamera. Aber schaut richtig gut aus. Ja, das Bild muss ich erstmal flachlegen, ist klar. Aber schaut richtig schön aus, gefällt mir richtig gut. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Und ciao.